Dann willkommen zurück, wir gehen ins Geisterhaus. Wir müssen das Bücherei rätseln, das können wir machen. Aber wir sammeln natürlich auch 100 Münzen. Aber wenn wir diesen Stein haben, glaube ich, können wir sogar weitermachen. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ich kann es nicht, ich kann es, ich weiß es nicht ganz genau. So viel ich aber weiß, kann ich dann weitermachen, wenn ich den Stern habe, der 100 Münzen bringt. Wenn das nicht so sein sollte, ist auch nicht schlimm. Ich weiß aber gerade nicht, wo die Bücherei eigentlich ist. Es gibt hier eine große Bücherei. Ich weiß aber nicht gerade, wo die Bücherei ist. Auf jeden Fall ist es so, die Bücherei ist riesengroß und man muss halt ein Regal finden. Und in diesem Regal stehen drei Bücher vor. Man muss sie nicht in der Reihenfolge zusammenschlagen, das Regal. In einer bestimmten Reihenfolge. Und dann geht das Regal auf die Seite und dann kann man hintergehen. Halt, da ist ein Stern. Aber ich weiß ja nicht, wo die Bücherei ist. So, jetzt habe ich noch hier rein. Okay, wir können jetzt hier runterfahren zu diesem Karussell, ja. Machen wir jetzt aber nicht. Und wir haben schon 40 Münzen, ja. Das geht ja fix. Geht ja fix. So, jetzt in das Haus. In das Haus! So, wir gehen jetzt in den Raum durch. Hier ist nichts. Hier kann man nur mal rauf, das weiß ich. Hier kann man rauf und dann bekommt man hier. Was sind nur so rote Münzen? Die holen wir uns jetzt. Wenn ich die Unsichtbarkeitsmaske habe. Unsichtbarkeitsmaske habe, kann ich hier durchlaufen, ja? Mit diesem Block, deshalb rennt. Das ist die Maske immer mehr unsichtbar, dann kann man nur so wenig durchlaufen. Das braucht man auch für eine spätere Aufgabe, ja? Wird das auch wichtig werden. So. Das Auge ab, mit auch 5 Münzen. So, nächste Tür. Leute, habe ich eigentlich schon mal gezeigt, dieses. Nee, da gehen wir auch nicht rein. Habe ich ja schon mal dieses, das Oberstock eigentlich schon mal gezeigt? War nicht über zwei Geister? Nur einer. So, 76 dort jetzt schon, ja? Schon 76. Nein. Ist auch nicht schlimm, die kann man ja auch mit zusammen. Und zwar in diesem komischen Karussell. Jetzt sind ja auch Geister drin, ja? Das habe ich ja damals machen müssen, ja, das war meine Aufgabe. Aber jetzt mache ich es nur, damit ich Münzen bekomme. Leute, letzte, dann haben wir es. Boah. Müsste ich los, ein bisschen mache ich aber nicht. Ja, geil! Das muss ich sagen. Ich habe dir dazu. Ja.
So, jetzt können wir weitermachen. Wir machen den Geist an sich, den großen. Wenn das nichts bringt. Wir gehen jetzt raus. Wir können jetzt Folgendes machen. Und zwar... Wir können ja weitermachen, ja, wir haben ja noch... Was haben wir noch? Was können wir denn noch machen? Ach ja, ich zeige jetzt den oberen Spielstand noch, ja. Oberen Spielstand. Die oberen Räume, ja. Ja, wir haben noch Räume. So, wir lesen uns das Büchereirätsel. Ich hoffe, dass ich finde, die Bücherei. Es ist 11:30. Und bis dahin habe ich noch. Jetzt habe ich noch was übrig zum Essen. Und wieder aufwärmen. War ich nicht kochen heute? Ja, ich koche. Also ich... Hier ist der Stern mit 8 Münzen, wenn wir den haben. Das ist die Bücherei, Leute, ja. Hier ist die Bücherei drin, glaube ich. Ja. Das machen wir erst, das machen wir erst ein bisschen später. Ich gucke jetzt mal die anderen Räume nochmal durch. Ich meine, die roten Münzen, das ist ja... Roten Münzen, das, der Stern bleibt ja, den kann ich ja dann immer noch sammeln. Obwohl eigentlich nicht, ja. Also wenn ich alle, wenn ich jetzt alle Roten Münzen finden sollte, dann nehme ich den Roten Stern, weil die Bücherei ist ja gleich. Autsch. Ist nix. Zimmer. Leute, ich probiere es was. Wir gehen der Leute, wir gehen der Wandsprung. Warte mal. Irgendwie, das geht so Sprung, warum kann man der Wand abspringen? Das ist eine Falle hier. Fällt man nämlich runter, ja. Eine Münze, Leute. Jetzt nämlich so, mal gebe ich hier diese Münze nehmen. Diese Mütze. Dann hier rauf gehen. Hier. Und hier kann man hier mal abspringen und dann kann man da rauf. Ja. Auf diesen Vorsprung. Dann oben ist so ein komisches Bild, wo man durchrennen kann. Du hast ein Auge. Das heißt, wenn ihr aufhört, findet das geheime Auge. Das geheime Auge muss ich finden. Wenn ich das gefunden habe, dann kriegt er mit dem Stern, aber ich muss zu unsichtbar sein. Wieder. So falsch. Okay, das den. Leute, wo? Wo bitte ist die letzte goldene Münze? Die letzte rote Münze, die fehlt mir noch. Egal. Zwei Sterne sind ein Level. Wunderbar. Ich gehe jetzt nochmal, wo wollte ich denn hingehen? Nessiland, ja. Geht doch in das Nessiland.
und werde dort hier die Stahlkappe holen. Ja. Können wir das Feuerland gehen, ja? Der Hase ist da. Ich muss ihn fangen. Wenn ich ihn kriege, bekomme ich einen Stern, ja? Habe ich tatsächlich den Hase irgendwann bekommen. Er läuft immer weg, wenn ich ihm das folge. Toad, halt dich an fest! Das ist eine scheiß Aufgabe, ja. Ich hab ihn! Hey du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken, lass mich sofort los. Du hast ja mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste, aber ich bin in Eile, also nimm ihn und lass mich runter. Leute, Stern Nummer 26, ja? Ich geh jetzt doch hier nur mit rein. Ich mache jetzt das Level. Die Aufgabe, hol es in Lava stoßen. Ja, das muss ich eh noch machen. Alle kleinen Bullis müssen in die Lava. Da bin ich letztes Mal verreckt. Weil ich Scheiße gebaut habe, ja. Das war der erste? Dann da hinten sind zwei. Gut. So ein Big Bunny vorbei. Da hinten sind die letzten zwei oder drei. Das sind zwei oder drei da hinten. Drei sind's. Eine schon mal weg, immerhin. Da muss ich nicht den Menschen schlagen, ja? Was kommt denn noch mal, oder was? Das ist kein Problem. Leute, ich muss das sehen, ja. Und dann kommt Bowser immer näher. Noch drei Sterne, Leute. Noch drei Sterne, dann können wir zu Bowser. Zu Bowser. Nochmal rein, Leute. Guck jetzt nochmal, was jetzt kommen würde. Nur das war der Tanz auf dem Baum. Tanz auf dem Baumstamm. Okay.
Zeit vorbei. Jetzt müsste das Ding eigentlich da sein. Oder auch nicht. Hier sehen wir so einen Block, das ist Schilke drin, mit der kann ich dann rumsliden. Ganz auf den Baumstamm. Die bewegen sich, hier ist der Vulkan. Da könnten wir rein, ja, da könnten wir rein. Ich so eine könnten. Das ist ein Auge. Was mache ich denn für ein Mist? Und dann nochmal, ja, jetzt bin ich tot, ja! Ein Leben verschenkt, Hand auf den Baumstamm. Leute, das ist nochmal, ich weiß, was glaube ich, was gemein ist, aber ich muss den Baumstamm noch finden. Also, bis nächstes Mal, die Fressen. Müsst ihr wie immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.